Das Tempelkreuz. Kann das hier irgendwie? Egal, wir haben von dieser Insel. Es ist so düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Con. Wir brauchen mehr Reisemöglichkeiten, deshalb fahren wir nach Halifax. Ja. Von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß. Das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah ja, ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Ja. Was hast du denn? Muss ich irgendwas kaufen? Was darf es denn heute sein? So, ich glaube, das reicht erstmal. Wir brauchen ja auch Waffen, weißt du? Das ist 8000. Das sieht viel krasser aus. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Na, bitte, bitte, bitte. Echt nicht beide.
Ich kann euch nicht genug danken. Ihr seid ein Held. Gut, können wir immer gebrauchen. Was? Gefällt mir das. Wo es ist? Ah ja, im Wald, am Friedhof, Nordatlantik, irgendwo. Was ist ein fliegender Schampi? Was ist das denn? Was gibt's denn hier noch? Nichts, also Perlen. Wofür war der noch? Ich denke, das ist mit dem Wohlstand. Wohlstand ist gut. Was ist das denn? Das ist ein Dreck. Trotz der Mühe gefällig ist hier. Ja. Ich bin ziemlich unglücklich. Yeah.
Da springen. Lauf, lauf. Nein. Das ist unglaublich. Hätte ich doch bitte da links fest. Was ist das? Was ist das? Ja. Zeig mir ja, da hast du. Please come in and cast an eye about. Waffenbaule. I'm your most days, should... So viel Wulsch auf einer Kirche. Zum Schiff zum nächsten Passieren. Ooh.
voll durch. Ja. Wieso wird das Schiff eigentlich immer so dargestellt? Ja. Man denkt, dass der kann das Ruder. Auf nach Yama. Los, Segel! Los geht's! Wie ist das möglich? Wer weiß. Maus. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr? Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Vorsicht, in den Wind! Feuer! Segel setzen! Bereit zum... Aufgehen! Aufgehen! Captain Kornweg ist am Steuer! Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. In Galway gibt es die hübschesten. Schön und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Ein Ale? Sag bloß. Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf. Für das Kloster bestimmt waren sie. Schwarzäugig und immer frohgemut. Könnte ich doch Portugiesisch. Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten. Solche Ansichten geben einem Mann ein ganz anderes Renommee. Ast und Kopfsegel bergen! Anker! Hol uns heran, Männer. Dieser Kopfspieler. Schnitt ehrlich. Ja, das war ein Lied. Der Sekretär. Ah ja. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch fragt, wie es kommt, dass ihr kein Gefangener des britischen Empires mehr seid. Da ihr zutiefst beschränkt seid, lasst es mich euch erklären. Offiziell ist eure Freilassung eine unbedeutende Fußnote im Vertrag von Aix-la-Chapelle. Inoffiziell habe ich euch befreit. Ihr seid bestenfalls unscheinbar und schlimmstenfalls unbedeutend, nicht nur für euer Land, sondern für die Geschichte der menschlichen Rasse. So oder so gehört ihr jetzt mir. Ich bin auch Geschäftsmann und habe Bedarf an einer unscheinbaren Person. Ihr werdet bald eine Stellung in der Flottenbürokratie erhalten und ich werde mir zunutze machen, was als eure administrative Befähigung durchgeht. Sie übertrifft jedenfalls eure Fähigkeiten als Flottenoffizier. Anfangs werdet ihr in meinen Augen und Ohren sein. Wenig Arbeit für wenig Bezahlung. Später werdet ihr dann mit meiner Stimme sprechen und dann werdet ihr auch eure Belohnung lauter sprechen. So. Auch ich erwarte nicht, dass ihr gegenwärtig alles versteht. Ihr braucht nur Folgendes zu wissen. Ihr dient einem edlen Zweck und einem Großmeister. Charles Gabriel, bla 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 bla. Belagerung von Bergen und Sohn. Großmeister, ich dachte, ihr würdet gerne erfahren, dass ich euren streunenden Hund gefunden habe. Haytham hat die Frage gestellt, was seinem unbedarften Vater widerfahren ist. Bleibt ganz ruhig, der Bengel argwöhnt noch nichts. Aber ich musste diesen spitzohrigen Flügel töten, um eure Beteiligung nicht bekannt werden zu lassen.
Ich frage mich, ob euch das überhaupt wichtig ist. Ihr habt Edward Kenways Tagebuch und Kenntnis von all seinen fantastischen Geheimnissen über die Menschen, die vor den Menschen gelebt haben. Unfug. Als wir uns kennengelernt haben, wart ihr ein Mann von Ehre, Disziplin und Prinzipien. Ihr wart die Verkörperung von allem, was unser Orden großartig macht. Und jetzt seht euch an. Nur noch ein trauriger alter Mann, der von Märchen besessen ist. Mehr interessiert an Geschwafel als Frieden. Wenn es euch nichts ausmacht, Großmeister, überlasse ich euch euren Büchern und widme mich wieder der Aufgabe, der Menschheit den Frieden zu bringen, wo ich nur kann. Ich warne euch, wenn ich eine Gelegenheit finde, mich mit Hay von Kenway zu befassen, werde ich sie nutzen. Wenn es nach mir ginge, hätten wir ihn zusammen mit seinem Vater getötet. Möge euch der Vater des Verstehens leiten, Leutnant Colonel Edward Braddock, Bergen op Zoom. Mein lieber Chevalier, es tut mir leid, von eurem Problem mit dem Kapitän der Aquila zu hören. Ein Schiff wie dieses verdient den Besten, daher werde ich ihr Ruder nicht übernehmen. Ich bin eines solchen Schiffs nicht würdig. Ich würde sie nur in den Untergang stürzen und ich könnte es mir nie verzeihen, falls ihr etwas zustieße. Ich halte mich jedoch nur für fähig genug, als erster Offizier zu dienen. Ich werde auf dieses Schiff achten, wie auf mein eigenes Fleisch und Blut, und ich werde dafür sorgen, dass die Mannschaft sie genauso behandelt. Doch bevor ich einen Fuß an Bord setze, sollt ihr wissen, dass ich einige Stolpersteine nahe der Heimat ausgemacht habe. Ich glaube, dass zwei mächtige französische Schifffahrtsgesellschaften im Besitz der Templer sind. Die Levesque-Familie aus Frankreich und die Delisle-Familie aus Louisiana. Sie schicken doppelt so viele Schiffe aufs Meer, aber ihre Gewinne scheinen sich nicht zu erhöhen. Was verstecken diese Teufel? Wir haben immer noch sehr viel Arbeit vor uns, wenn wir unsere Unternehmung hier absichern wollen, bevor ich es rechtfertigen kann, mein Leben hier hinter mir zu lassen, um mich vollständig eurer Sache anzuschließen. Bis dahin werde ich tun, was ich kann, um zu helfen, denn ich habe das Gefühl, dass für euresgleichen dunkle Zeiten bevorstehen. Ich fürchte, ein Sturm zieht auf und was das Wetter betrifft, irre ich mich nur selten. Mit freundlichem Gruß, Robert Faulkner, St. John's. Sehr, sehr aufschlussreich. Gefällt mir das. The Viking Sword. Wissen es ja auch sowas wie Wind gibt. Gibt es hier rechts in der Bucht? Ja. Dann erstmal nach Markus. Vollgas.
uns dem Nerepes Außenposten, Chef. Macht gut von einem Truck, Captain! Wohlstand. Ja, wie kommt man da hin? Den über. Den kann er hoch? Kann er hoch? Ja. Und hier gibt es noch einen Wohlstand. Was er wohl schon macht, muss ich tun. Warum macht man überhaupt noch die Aussichtspunkte, wenn man eh schon alles sieht auf dieser Insel? Yeah.
E drücken ist ja nicht springen. Grüß dich, Hans. Es ist so düster über der Heim. Hier hin und dann wollen wir doch mal den großen. Da muss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt... Da ist er! Nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Auf zur Jagd! Harpunen. As we were fishing off Haysborough Line, when the wind blows, we'll all pull together. Dort drüben! Genau so! Ruhig jetzt! Es geht los! Guter Schuss, Captain! Das schmeckt ihm nicht! Er verblutet! Hat das Seil zerrissen! Wo ist er? Achtung! Feuerball! Guter Fang, Captain! Die Mann. Eine Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah, ja. Ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß.
Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr, Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. In Galway gibt es die hübschesten. Schön Hallo, und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Sag bloß. Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf. Für das Kloster bestimmt waren sie. Schwarzäugig und immer frohgemut. Könnte ich doch Portugiesisch. Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten. Solche Ansichten geben einem Mann ein ganz anderes Renommee. Wir halten noch auf diese Kiste und so. Wie ein bisschen da. Oh.
Tempelkreuz des Hunderts. Welche Richtung? Da. Hm. War da auch schnell. Nein. Hallo. So gefällt mir das. Ja. Düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Männer von Steuerbord! Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Langweilig, dieses Gespräch. Ja. Thank you.
Richtung kommt. Ist denn so ein Polarhase? Der ist da drin. Dieu doit bien s'amuser. Sendert. Il y a des gens qui ne devraient pas voir. Comme nos polarfilles. Mais qu'est-ce que... Polarhase.